Dieses Video wurde vom TikTok-Kanal Mr. List Paranormal hochgeladen. In diesem TikTok-Video sehen wir einen jungen Mann, der mit einer Freundin FaceTimed. Dabei macht er sich Folgendes offenbar. I literally hate you. How the f*** do you expect to make money, Julie, if you don't like to work? Julie, my door just opened. What? No, stop. What the f***? What the fuck? Even that late. Kevin's not home from work yet. What the hell? My gosh. What the f***? No. Oh! No. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. What the f***? Julie, you're f***ing lying. You're f***ing. Oh! No. No, no, no. What the? Der junge Mann war gerade noch in einem Smalltalk mit einer Freundin verwickelt, als plötzlich seine Tür wie wild auf und zuknallt. Mehrmals. Zu guter Letzt zog die gewalttätige Entität einen Stuhl zur Seite. Was war hier tatsächlich los? Wird hier ein Spiel mit uns gespielt? Stand vielleicht ein Freund hinter der Türe und äffte einem Poltergeist nach? Oder handelt es sich hierbei um eine echte, aggressive Entität? Wurde der Stuhl an einem Seil festgebunden und einfach rangezogen? Ich selber finde ja, dass man sowas gut nachstellen könnte. Nachteilig finde ich, dass die Perspektive so begrenzt ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um einen FaceTime-Ausschnitt handelt, also spricht der Umstand wohl eher wieder für keinen Fake. Oder was meint ihr? In diesem Videoclip erlebte die Probandin das Gefühl, dass sich das, was sie sagte, anfühlte, als sei etwas von einem Ermittlungsort nach Hause gefolgt. Von diesem Moment an würde jedes Mal, wenn sie eine Aufnahme machte, etwas entsetzlich reagieren. Hier haben wir ein Experiment durchgeführt, bei dem sie den Rekorder gut sichtbar hielt, um zu zeigen, dass das Gerät während der Aufnahmesitzung nicht manipuliert wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass tatsächlich etwas in der Wiedergabe vorhanden war. Aber was es sein könnte, wird weiter erforscht. So lautet die Beschreibung des folgenden Clips, in dem es wirklich mysteriös wird. Hi, it's me again. Obviously. No one can understand why you have to scream and neither can I. Why do you follow me everywhere? I know you need my help, but I can't understand you. Please, can you just try to not scream? Can you try to tell me your name or what you'd like for us to call you? I have friends with me. They understand things in the spirit world. We all want to try to help. I know you came with me from Rolling Hills and I told you you would never have to go back there. But now I'm thinking you need to go someplace else. I'm going to turn off my recorder. Hopefully I can hear you. I know it's frustrating for you, and it is for me, too. I'm going to turn it off now. Okay, let's see what we've got. Nicht umsonst habe ich euch die Videobeschreibung übersetzt, damit ihr besser versteht, was hier stattfindet. Das zweiminütige Video weist zwar nur einige Sekunden Paranormales auf, nichts Visuelles, nichts, was im Video sehbar wäre. Oder vielleicht findet ihr doch was.
Dafür aber etwas so Unglaubliches, dass sogar ich Gänsehaut bekam und ich sichte Geistervideos jeden Tag. Also, um was handelt es sich hier tatsächlich? Hat diese Frau wirklich einen Geist mitgenommen von einer Investigation, der sie gruselig anschreit? Diese EVP ist bei Echtheit sehr beunruhigend und ich wünsche der Dame das Beste. Und dass sie diese Entität so bald wie möglich los wird. Was ist eure Meinung dazu? Handelt es sich hier um eine angebundene Präsenz oder einen Fake? Ihr seid die Richter. Lee vom Kanal Really Haunted fand in diesem Clip endlich mal Schlaf. Doch der Poltergeist in seinen vier Wänden wohl leider nicht. Binnen 60 Sekunden geschehen vier paranormale Dinge, die wir uns mal anschauen sollten. Das Handy auf dem Nachttisch wurde hochgeworfen. Nach etwa 20 Sekunden gleitet ein Schatten durch das Bild und verdunkelt für einen Augenblick die untere Hälfte des Videos. Kurz darauf entschied sich die Entität, den Kopf einer Statue abzumontieren. Und wenn dem allem nicht schon genug wäre, ertönt zum Ende hin noch ein Geräusch, als würde man eine Plastikflasche zerdrücken. Was meint ihr zu dem Geschehen in diesem Video? Schreibt es mir in die Kommentare. Persönlich finde ich es schon mal sehr dreckig von der Präsenz, die Statue auf dem Nachttisch zu entwerten. Ich hoffe bloß, dass sie nicht allzu viel wert war, denn einen Geist kann man schlecht um Schadensersatz bitten. Das Handy wird mit einer Schutzhülle den Sturz überstanden haben, wenn ich mich auch frage, was für eine Kraft dieser Poltergeist bei Lee mit sich bringt. Das Geräusch könnte auch im Nachhinein eingefügt worden sein, um den Zuschauer nochmal zu erschrecken. Muss jedoch nicht sein. Eventuell ist der Schatten auch einfach nur müde und legt sich zu Lee schlafen. Oder es handelt sich klassisch um einen Kamerafehler. Hoho, ein Klassiker. Das Gefängnis Yuma Territorial Prison soll bis heute noch von seinen Gefangenen heimgesucht werden. Sie kommen einfach nicht los von diesem Ort. Bei einer angebotenen Tour schnappte sich Ram Investigations zwischendrin die Zeit und inspiziert die Zellen nach immer noch Gefangenen, die aus der Metaebene heraus sich hier nicht befreien können. Was liegt tatsächlich an der Sage? Schauen wir rein. Person asks questions. Well, aren't you relying on the other person to be like honestly answering that? You know? Yeah, there's flaws in it, but if I hear something come through, I'll say it. You have to ask questions. I gotta keep my eyes closed so I can't read your lips, but honestly, I can't see your face anyway because you got the light in my face. You gotta ask questions. Okay.
Okay. Is anyone in here with us? Probably a weird scraping noise coming from like over here. I heard there was at least one time when, you know, a few women who didn't like each other were put in here together. Do you want to talk about that? Another weird noise there. I think that was a car. Nothing. Were you asking questions? I was, yeah. I can kind of hear you, like, mumble a little bit, but I can... I did hear two weird noises when I was standing here. One was, like, almost kind of like a faint giggle. Really? And one of them was, like, a metal scraping noise coming from this direction. But other than that, I didn't notice anything. I didn't see the EMF meters going. Did you say, like... Yeah. Yeah, because I can't hear anything. This thing's really low. Yeah, like, when I heard the scraping noise, I turned to the right. Put the mic up to it. Yeah. Yeah, I don't know what it was, but it was weird. I don't know what's in there. We have a music box back here that goes off when you walk by it. Think you can try to walk by it? I just heard something, but I'm not sure if it was just a car. Zum Anfang hin hören wir viele Geräusche, die mutmaßlich aus dem Jenseits stammen können, jedoch meiner Meinung nach genauso begreiflich aus dem unsererseits stammen können. Was jedoch ich fairer Sache nach originell fand, war der Ausschnitt, als Rams Partnerin Hannah auf seine oder nicht seine Stimme reagierte. Laut Aussage hätte er nichts gesagt oder gesummt, jedoch sehen wir das nicht. Jedenfalls reagierte sie darauf, was wohl zumindest den beiden im Nachhinein schräg vorkommen müsste. Skurril wurde es auch in einer ausdekorierten Zelle, in welcher Ram Kopfhörer trug und Antworten entgegennehmen wollte. Die Momentaufnahmen aus dieser Sequenz waren zwar interessant, aber meiner Perspektive nach noch kein reiner Beweis des Jenseits. Spannend wurde es so richtig gegen Ende, als die beiden zu zweit in einer Zelle eingepfercht etwas einfingen, das etwas absonderlich an ihnen vorbeizog. Mich überraschte erst das so erste richtig sichtbare, wenn man den weißen Staubfleck von davor nicht dazu zählt, wirklich sehr, da mein nach Paranormalbeweis suchender Kopf gar nicht erst an Fledermäuse dachte. Es reichte jedoch für Ram Investigations, diese Szene hervorzuheben, und ganz so genau können wir es nicht als Fledermaus identifizieren, da das Wesen nur für wenige Frames sichtbar war. Es ist jedoch leicht denkbar, dass das auch wirklich eine Fledermaus war, die wir wohl bedacht in einem alten Gefängnis, ja, gesichtet haben. Was meint ihr, Geist oder Fledermaus? Geräusche aus einer anderen Dimension oder viel zu viel hineininterpretiert? Thank you.
this is crazy. Oh, never. Ich bin mir unsicher, ob das dezente Wackeln der hängenden Kaffeetasse der Geist sein soll. Was jedoch klar paranormalen Ursprungs sein könnte, ist die Bewegung des Bechers. Im Sekundentakt wird dieser ruckartig hin und her bewegt. Nachdem der Fokus auf die Ecke verschoben wurde, nutzt die Entität wohl ihre Energie, um einen Küchenrollenständer in Bewegung zu versetzen. Wie auch neulich bei einer anderen YouTuberin, die auf einmal einen Geist bei ihr hatte, nach ihrem Ouija-Fehler, wer sich erinnert, beginnt auch hier der Spuk in der Küche. Warum ist es immer so häufig, so oft in der Küche? Haben die Entitäten etwa Hunger oder beziehen sie dort die meiste Kraft? Oder ist es von der Küche aus am leichtesten, paranormale Aktivitäten nachzustellen? Was ihr dazu meint, schreibt ihr mir bitte in die Kommentare. Es gibt noch einiges mehr an Uploads von ihr. Diese können wir uns jedoch später noch anschauen. Für mich ist klar, entweder hat sie tatsächlich einen Poltergeist in ihrer Bude oder hier wurde etwas präpariert, um uns etwas zu verkaufen, was nicht dem entspricht. Hier fragen wir uns, mit welchem Hintergrund? Was hat sie davon, uns sowas zu verkaufen? Allgemein, jemand mit einer, ich sage mal, Amateuraufnahme, was wäre deren Sinn, sowas zu filmen? Soweit mal mein Gedanke zu Aufnahmen dieser gleichen.